Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf Kinderwollen, der Spielzeug- und Überraschungskanal für Kinder. Und heute melde ich mich mal endlich wieder mit einem Dekorations-Do-It-Yourself-Video zurück. Und zwar nicht speziell für die kleineren Kinder, sondern eher für die größeren, für die Jugendlichen, für Mamas, Papas, all die kreativ tätig sein möchten. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eine Handyhülle gestalten könnt. Es gibt ja schon ein, zwei Videos bei mir auf dem Kanal, die wurden auch gut angenommen und deswegen dachte ich, zeige ich euch einfach nochmal eine weitere Idee. So, ihr benötigt dafür eine Zeitung, einfach nur als Unterlage. Ihr braucht Dekoschnee, Klebeband, Haarspray. Dann ist das diese Pastellfarben, wo ich nie richtig wusste, den richtigen Namen. Also es ist schwammförmig drin. Es ist, wenn man es anfasst, ganz weich und es gibt halt Farbe ab. Das lässt sich aber gut mit dem Dekoschnee verarbeiten. Trocknet allerdings nicht so gut. Man müsste es dann so ein bisschen abtupfen. Und ihr braucht natürlich eine Handyhülle von eurer Größe. Was ich sagen muss, Dekoschnee, wenn der trocken ist, ist ziemlich grobkörnig. Und ich sage jetzt mal scharfkantig. Also wenn ihr jetzt euer Handy in eine Tasche macht, wo weitere Handys zum Beispiel drin sind oder ja Sachen, die Kratzer nicht abkönnen, dann empfehle ich euch das nicht zu tun. Oder das Handy wirklich nur dann in der Hosentasche haben oder ähnliches. Also Dekoschnee ist sehr, sehr grobkörnig, sehr hart und kann Kratzer verursachen. Also wenn ihr das nachmacht, nicht, dass dann sagt, oh, was hast du da für einen Mist uns gesagt. Ich sage es von vornherein, es kann Kratzer geben, wenn ihr das Handy irgendwo habt, was irgendwie, ja, Kratzer nicht ab kann. So, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ihr legt euch die Zeitung aus. Ha, was haben wir da Schönes? Dann mache ich es so, dass ich die Handyhülle hier an der Seite nicht mit Dekoschnee mache, deswegen der Klebestreifen. Und zwar klebe ich mir jetzt die Handyhülle, ich habe einen Sprachfehler heute, deswegen klebe ich mir die Handyhülle, jetzt habe ich es, rundherum ab, weil auch wenn ihr das Handy rein und raus macht, nicht, dass ihr da hier hängen bleibt und euch das Handy versaut. Deswegen den Rand lasse ich so. Und ich mache nur die obere Fläche. Also klebe ich mir jetzt vorher das schön ab. Upsala. Da wollte die Kamera umfallen. Ganz einfach hier schön die Kante entlang. Und das macht ihr rundherum. So, jetzt braucht ihr den Dekoschnee und einen Pinsel. Ihr seht, das ist richtig dickkörnig. Auch hier oben, wo dann die Kamera rausguckt, das macht ihr dann vorsichtig. Und zum Schluss empfehle ich euch dann mit einem Tuch hier lang zu gehen und das alles schön wegzuwischen. Ihr fangt jetzt an und macht eure Handyhülle mit dem Dekoschnee. Ihr seht, wenn ihr das jetzt so macht, wird dann nicht viel übrig bleiben von dem Dekoschnee. Also ihr müsst so ein bisschen tupfen, dass da wirklich so kleine Häufchen liegen bleiben. Und halt schön gucken, dass die ganze Handyhülle, dass nicht irgendwie noch von dem Plastik was durchguckt, sondern dass ihr das alles mit dem Dekoschnee verziert oder einstreicht.
Ihr seht hier oben, wo dann die Kamera ist, da mache ich nicht so viel Körner hin. Da mache ich einfach nur das Weiße. Also die weiße Farbe. Und wenn ihr das doof findet, dass hier der Rand weiß sein soll, bleiben soll, ja, dann macht halt einfach den Dekoschnee hin, macht das nachher bunt, aber wie gesagt, es ist dann halt gefährlich, dass das Handy dann irgendwelche Kratzer abkriegen könnte beim Rein- und Rausmachen. Also das müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr die Handyhülle mehrmals wechselt oder ob die dann immer drauf bleibt, oder zumindest für 1-2 Monate. Aber es gibt ja welche, die täglich ihre Handyhülle wechseln, weil sie ständig was anderes haben möchten. Und dann würde ich es einfach nicht empfehlen. So, ich mache mir die jetzt mal fertig. Und dann bin ich wieder bei euch. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht auch, ihr habt es in der Hand, was hier oben für ein Muster ist. Ihr könntet das jetzt zum Beispiel richtig dick machen, dann habt ihr hier diese einzelnen Lücken nicht. Ihr könnt das aber auch, wie ich jetzt so habe, ich habe immer mal so ein bisschen Kreise so reingearbeitet. Ihr könnt das auch größer machen. Also da ist wieder eure Kreativität keine Grenze gesetzt. Und ich habe mich halt entschieden, die Ränder freizulassen. Also mein Klebeband rumzulassen. Und jetzt lassen wir das Ganze erstmal trocknen. Oder antrocknen, sodass ich dann meine Pastellfarben draufdrücken kann. Und ich denke mal, weil das jetzt ziemlich dick ist, wird das ein Stündchen dauern. Und dann mache ich das für euch weiter. Also dann sage ich mal, bis gleich. Ihr kriegt ja nicht viel mit davon, weil das Video weitergeht. Aber ja, bis gleich also. So. Der Dekoschnee ist jetzt schön getrocknet. Also noch nicht ganz. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen liegen lassen. Aber so, dass ich zumindest die Farbe drauf machen kann. Alles, was hier so ein bisschen übersteht, habe ich mir weggemacht, damit ich hier die Ränder nochmal schön sauber habe. Auch das Klebeband habe ich alles schön abgemacht. Und jetzt geht es dran, das farbig zu machen. Und das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ihr hättet auch vorhin, das habe ich vergessen zu sagen, wo der Dekoschnee drauf kam und frisch war, hättet ihr zum Beispiel solche Glitzerstreuartikel reinstreuen können, dann wären die jetzt mit eingetrocknet. Oder solche kleinen Perlchen, irgendwas, das wäre dann alles hier drin schön fest gewesen und dann hättet ihr auch schon eine schöne Ansicht gehabt. So, ich nehme jetzt hier meine Pastellfarben und ich bin immer noch am Überlegen, was das direkt heißt oder wie das direkt heißt, damit ich euch das sagen könnte. Aber ich finde es einfach nicht. Naja. Vielleicht weiß es ja einer von euch und kann es mir dann sagen. So, jetzt müsst ihr euch entscheiden, was ihr für Farben haben wollt. Und ich mache es jetzt so, ich werde jetzt so komplett, es hat ja fast die Größe, werde ich mir das jetzt so drüber rollen, damit sich die Farbe auch in diesem Verlauf auf meine Handyhülle bzw. auf den Dekoschnee abfärbt. So, ich setze das jetzt hier so an und roll mir das einmal so drüber. Ihr seht, es ist noch nicht so viel und das wiederhole ich immer und immer wieder. Dem einen oder anderen reicht das vielleicht schon und ich mache aber noch ein bisschen mehr. Habe ich hier unten noch weiß, hier oben weiß, das lasse ich, weil weiß-gelb, das passt ja. Und hier unten tupfe ich jetzt noch mal, welche Farbe nehme ich? Ich mache einfach das Grün. Tupfe ich mir noch so entlang. So, und fertig wäre meine Handyhülle. Ich mache das jetzt noch mal, dass ich hier noch ein bisschen mehr Farbe habe. So, ihr seht, es
So sieht das dann aus. Jetzt müsst ihr das natürlich trocknen lassen. Und weil das ist so eine Pastellfarbe, die hier drauf nicht bleibt. Jetzt hole ich mir erstmal schnell ein Tuch. So, einen ganz normalen Zellstoff habe ich mir geholt. Halte das hier so fest und wische mir den Rand erstmal sauber. Das mache ich nachher mit Wasser weg. Gucke ich hier drüben nochmal, da ist es sauber. So, jetzt lasse ich das trocknen. Und ja, es muss nicht viel getrocknet werden, so ein bisschen. Ihr könnt dann, um auf Nummer sicher zu gehen, euch das so ein bisschen mit dem Zellstoff da noch abtatschen, damit auch wirklich keine Farbe dranhängt. Und dann nehmt ihr euer Haarspray. Und sprüht das Ganze nochmal ein. Ich mache das jetzt schon mal in dem Zustand. Einfach drüber. Da habt ihr noch so ein bisschen Glitzereffekt. Und ihr habt auch nochmal einen Halt. So. Und jetzt trocknet das Ganze. Und dann ist eure Handyhülle auch schon fertig. Und wie gesagt, denkt daran, wenn ihr diese Handyhülle irgendwo hineinmacht, wo es Kratzer geben könnte, lasst es bitte sein, weil sonst habt ihr nur Ärger und ja, das möchte ich natürlich nicht haben. So, dann danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi!